Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder das Cryofires. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Metin 2.de auf dem Server Chimera. Und ja, wie ihr seht, bin ich mir gerade hier nicht Meli-Chars, so kann man es nicht sagen, sondern so ein paar, wie heißt es? Ich komme gerade nicht aufs Wort. So Chars zum Spenden, so Spenden-Chars am machen. Oh Gott, das hat jetzt aber wieder lang gedauert. Um in der Gilde wieder zu spenden, beziehungsweise um mehr zu spenden. Ich will nämlich insgesamt, jetzt muss ich mal überlegen, ich habe jetzt 8 Accounts mal 5, 40 Chars will ich insgesamt haben zum Spenden. Das heißt, ich versuche hier wirklich jeden Char irgendwie hochzukriegen auf 30. Wenn ihr Elementarverzauberung braucht, könnt ihr mich gerne anschreiben. Aktuell habe ich leider nicht mehr so viele, das heißt, das dauert jetzt erstmal wieder ein bisschen, bis ich wieder welche habe. In letzter Zeit sind wieder sehr viele verkauft. Ja, Preis beträgt mittlerweile 6 Won pro Erfolg bei mir, weil ihr mir wirklich die Türen einrennt und ich hier eigentlich gar nicht hinterherkomme und die wirklich oft fehlen. Also ich habe irgendwie so eine Quote, keine Ahnung, von 10 Versuchen, klappt einmal, also richtig für den Arsch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des Videos. Wir springen direkt zum ersten Live-Part bzw. zu den ganzen Clips. Und ja, wenn ihr Metin 2 spielen wollt, aber noch keinen Account habt, registriert euch bitte kostenlos unter meinem eigenen Link. Diesen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Damit würdet ihr mich kostenlos ein bisschen supporten. Und ja, dann springen wir jetzt zum ersten Clip. Ja, also wir haben hier im Vergleich den günstigsten für 24 Won drin. Der andere wäre jetzt für 25 Won drin. Da ich aber hier noch so ein paar Drachenbohnen habe, würde ich jetzt einfach mal sagen, hab ich das Ding einfach mal. Und ja, dann gehen wir jetzt hier mal zum Alchemisten, weil ja, wir dann einfach eine bessere Chance haben, das Ding loszuwerden. Vor allem sind das so Drachenbohnen, die halt original, ja, die man nicht verkaufen kann. Deswegen einfach jetzt hier rein in die Olga. Da hauen wir jetzt alle weg. So, jetzt müssten theoretisch noch 2 klappen, aber ja, nee, das kannst du vergessen. Dann ist er halt jetzt nur plus 1. Lächerlich. Ja gut, dann stellen wir den auch direkt mal in den Shop. Unserer ist plus 1. Das ist ja dann schon mal wesentlich, ich sag mal, attraktiver als die anderen, die hier im Shop sind. Den machen wir dann auch für 24 Won rein. 24, 24. Dann schon mal plus 1, ist dann schon mal eine Drachenbohne mehr drüber gelaufen, das heißt, der ist dann deutlich attraktiver. Das wären tatsächlich 11 von Gewinn, die wir da gemacht haben. Boah, schmeckt. Moin moin, liebe Gemeinde, wir haben bei der Buff wieder ein bisschen was verkauft, und zwar ist das ganze Petfutter, was wir jetzt noch hier bei der Buff im Laden hatten, weg. Und ja, wir haben auch nochmal zweimal so Inventarweiterungen verkauft, für jeweils 1 Won. Da haben wir jetzt hier wieder 3,5 Won im Shop, das ist schon mal nice. Dann würde ich sagen, basteln wir den Shop hier nochmal ein bisschen um. Dann machen wir das Ganze so, dann sieht es ein bisschen schöner aus. Und ja, ich werde jetzt den Shop nochmal mit Petfutter füllen und dann schauen wir mal, wie viel wir morgen verkauft haben. Jetzt werden wir uns nochmal einen kleinen Kauf gönnen, und zwar diese Minidall-Box, denn ich habe keinen Minidall mehr, der ist gestern abgelaufen. Passt also 1:1 hier mit dieser Truhe. 309 DR kostet sie, das heißt, die ist 190 DR reduziert für 30 Tage. Das schmeckt auf jeden Fall. Werden wir uns direkt mal gönnen. Haben wir zwar nicht mehr so viel DR, aber was soll's. Das brauchen wir unbedingt. Und dann holen wir den Minidall auch direkt mal raus. Das ist der Magma-Drache. Da haben wir noch Tigermünzen. Eine Schmuckschatulle. Habe ich auch noch. Interessant. Okay. Ja, 30 Tage haben wir jetzt wieder Minidall. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Da waren auch noch ein paar Medipassis drin. Da haben wir jetzt insgesamt 8 Stück schon. Also, ja, wenn wir dann irgendwann Medi machen, können wir da auf jeden Fall gut durchbuttern. Hier haben wir auch noch 5 Rauch hier, die kann ich eigentlich auch mal rausnehmen. Die kann ich dann mal verkaufen. Die ganzen anderen Scheiß hier ebenso. Und ja, schauen wir mal in den Shop. Hier haben wir für 66 Kaka ein bisschen Stuff verkauft. Hier oben haben wir, glaube ich, einen Granat verkauft oder so. Und ja, dann werde ich jetzt mal diesen wunderbaren Alchi-Stein hier auf die Seite machen. Oder nee, wisst ihr was, wir machen das anders. Wir machen das so. Das sieht dann schon ein bisschen ordentlicher aus. Und dann werde ich den Shop wahrscheinlich gleich wieder mit Krimskrams füllen oder mit Nemeretruhen. Mal gucken. So, wir verscherpeln jetzt nochmal gerade ein paar Tapfis. Und zwar 1400. Wo ist er denn jetzt? War hier eben irgendwo in der Nähe. Jetzt ist er wieder weg. Da ist er. 1400 Tapfis für einen Won. Sollte, denke ich mal, auch ein guter Preis sein. Ich meine, ich farm die eh, während wir die Events mitnehmen. Und dementsprechend, wieso? Warte mal, 100. Wo sind die anderen? Ah, hier hinten auf der Seite. So, genau. 1400 für einen Won, passt. Tipptopp, wieder ein Won reicher.
So, damit wir die Handschuh-Quest auch packen, kaufe ich mir jetzt tatsächlich mal diesen Sungma Premium-Buff. Ja, damit wir die ganzen Werte auf der zweiten Ebene gebrochen bekommen, beziehungsweise auf Map 2, habe ich mir das jetzt einfach mal für 50 Tage gekauft. Wir machen kurz einen Charakterwechsel und schauen uns dann gleich an, ob ich auch wirklich alles gebrochen bekomme. Ich glaube, man muss sogar ausloggen, aber ich wette mit euch, dass hier jetzt steht, ja, ach, Sekunde. Gut, ich habe mir das zwar jetzt gekauft, aber wirklich gebrochen bekomme ich die Werte jetzt nicht, muss ich sagen. Also war das eigentlich jetzt eher gerade ein Fehlkauf. Ja, ich hoffe, dass ich das trotzdem irgendwie schaffe. Wir werden jetzt auf jeden Fall unser Equipment ausrüsten mit dem, ja, mit dem Feuer-Dev eben. Hier werden wir die Nebel-Jedit-Halskette einsetzen. Vielleicht kriegen wir da, na, da fehlen uns tatsächlich 2, um den Wert zu brechen, da 5. Also es ist schon ein bisschen, ein bisschen mies auf jeden Fall jetzt. Aber wir werden es auf jeden Fall probieren. Wir haben ja auch unser Uplock-EQ dabei. Ich hoffe, dass wir das damit ein bisschen besser schaffen. Ich habe jetzt hier auch mal die andere Rüstung an. Und ja, mir fällt gerade ein, ich muss die Kostüme auch noch switchen. Die werde ich gerade mal auf 15 Feuer switchen. Und dann schauen wir gleich mal nach, ob ich hier auf der Map dann die Handschuh-Quest schaffe. So, also ich habe mir jetzt hier einen elementaren Schutzstein reingehauen. DG-Dev und DG-Angriff. Hab meine Rüssi gewechselt, hab 30er Feuerwiderstand, 15 Feuerwiderstand in beide Reihen geballert und jetzt tatsächlich schaffe ich es endlich hier drauf zu spielen, trotz dass wir diesen Sogmahis Einfluss hier haben. Ja, die Werte kriege ich nicht gebrochen, trotz diesem Sungma-Buff, aber es liegt auch daran, dass mein Equipment, mein Sungma-Equipment tatsächlich noch nicht, ich habe ja erst die kleinsten Anfänge hier. Es geht aber vorwärts, ich muss mich jetzt halt nur beeilen, dass ich diese übrigen Kerne da alle bekomme. Da muss ich hier diese Metins des Gewahrsams suchen und ich melde mich dann zurück, wenn wir die Quest erfolgreich beendet haben. Ich kann euch das hier kurz nochmal zeigen, wie das bei mir jetzt aktuell am Metin aussieht. Also ich habe hier das Ding aktiviert, das Yudnori-Geheimnis. Ich habe jetzt gerade, das hatte ich eben bei Metin nicht, habe ich mir aber jetzt auch noch reingemacht, diese 8% Def reingeschraubt durch die Sonnenblumen. Da könnte ich zwar noch 2% höher gehen, aber ich habe mir gedacht, da warte ich jetzt erstmal diese 12 Stunden ab. Ich habe Segen auf P an, beziehungsweise ich habe mich halt gebufft. Dann habe ich diesen Sungma Premium Buff ausgerüstet, aber Leute, ganz ehrlich, der war unnötig. Das war wieder DR zum Fenster rausgeschmissen, weil ich diese Werte hier einfach nicht gebrochen bekomme. Ja, die bringen halt erst was, wenn du diese Werte gebrochen bekommst. Dementsprechend war das DR wasted. Und ja, ansonsten habe ich hier keinen Push drin, also ich habe nur diesen elementaren Schutzstein. Gut, okay, das ist Push, kann man so zählen, aber ansonsten habe ich hier, ja, nichts wirklich ausgerüstet, ne? Auch nicht hier vom Equipment, da habe ich kein Sungma-Equipment an, nur wirklich diesen Irrlichtplattenpanzer plus 6 statt meiner richtigen Mob-Rüssi ausgerüstet und es funktioniert. Ich bin happy, wir werden die Quest auf jeden Fall jetzt beenden. Dann geben wir die Quest direkt mal ab und holen uns die neue Quest ab. Das war die Quest, jetzt muss ich mal gerade gucken, unheilvolle Kräfte. Haben wir erledigt, wieder eine Quest weniger und jetzt die neuen Kräfte. Alle sind schlechte Neuigkeiten. Die verdorbenen Teile der Monster muss ich jetzt beschaffen. Das heißt, ich muss jetzt wieder 10 verdorbene Seelensteine für Theodorans Forschung sammeln. Da müssen wir jetzt wieder ein Monster töten. So, wir haben die Quest jetzt erledigt. Ich habe jetzt mal gerade auf Metin 2 Wiki nachgeschaut. Ich glaube, wenn ich jetzt alles richtig durchgelesen habe, müssen wir jetzt nur noch ein paar Mal hin und her laufen und dann haben wir auf jeden Fall die Handschuhlizenz. Wir schließen jetzt die Quest neue Gedönsbums ab. Dunkle Kräfte nutzen. Und jetzt haben wir permanent plus 5 Sungma-Wille schon mal bekommen. Das ist doch schon mal ganz nice. Verdächtige Vorgänge kommt jetzt dran. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen hin und her laufen. Ich glaube, jetzt müssen wir zum Wächter. Ich skippe das mal alles, bis wir dann die Handschuhlizenz haben. So, wir haben jetzt dieses Hin- und Hergelaufe endlich erfolgreich, ja, überstanden. Und wenn wir jetzt mit ihm sprechen, erfolgreich festgenommen, müssten wir jetzt die Handschuhlizenz bekommen. Nice, du hast eine Handschuhlizenz erhalten, ermöglicht dir ab sofort den Handschuh zu nutzen. Das ist doch schon mal geil. Da werden wir jetzt endlich an unserem Handschuh basteln können. Und somit sind die ersten Grundsteine für Johara erledigt. Das heißt, wir können jetzt eventuell demnächst, je nachdem, was wir da für Steine in den Handschuh bekommen, hier auf Johara farmen, auch ohne diesen komischen Premium-Buff. Ja, lasst euch überraschen. Das dauert natürlich jetzt seine Zeit, bis ich den Handschuh fertig habe. Und dann, oh, dann können wir endlich auf Johara spielen. So, jetzt arbeiten wir mal an dem Handschuh, wie ich es versprochen hatte. Und zwar brauchen wir da jetzt erstmal diese Machtsteine.
Gucken wir mal, Machtstein der Dämonen ist aktuell bei 55 KK, das ist doch schon mal schick. Ich hätte vielleicht ein bisschen Geld umwandeln sollen, ich Idiot. Schauen wir mal, ob der erste klappt. Oh, erfolgreich, Int, leider nur plus 15, Sungmawille, das reicht mir leider nicht. Da muss ich mir direkt mal so eine Rolle der Korrektur kaufen. Ich schaue aktuell mal, was die wert ist. Rolle der, wo ist es denn? Rolle der Korrektur, was war denn das gerade? Ganz merkwürdig. Digga, ich will die Rolle der Korrektur haben. Junge, wie der Item-Shop wiederum spackt. 50 DR kosten die. Huh, das ist viel. Da muss ich erstmal schauen, ob ich die nicht irgendwo noch übrig habe. So, mein Bruder hat Gott sei Dank noch so eine Rolle der Korrektur. Da kann er mir jetzt gerade den Stein rausmachen. Das ist doch schon mal nice. Perfekt, und dann können wir den direkt nochmal probieren. Nee, tatsächlich ist es wirklich so. Es ist wirklich... Ist das asozial? Ich habe tatsächlich gedacht, dass der zuletzt erfolgreich hinzugefügte Stein... Das ist jetzt interessant. Das ist interessant. Ich hoffe, kein anderer macht den Fehler. Und zwar, wie ihr seht, im zweiten Slot, das war der erste Stein, den ich hinzugefügt hatte. Ich wusste das nicht. Ich dachte, dass das wie früher wäre, dass der Stein dann beim Up nach oben rutscht. Ja, dass der zuletzt erfolgreich hinzugefügte Stein dann tatsächlich auch entfernt wird. Das wäre in diesem Fall dieser 15-In-Stein gewesen. Er wurde nicht entfernt, sondern der Doppel-Resi wurde entfernt. Ist natürlich jetzt sehr belastend für mich. Das heißt, man muss hier wirklich, sobald ein Steinsplitterstück im ersten Slot erscheint, direkt da auch dann den Splitter entfernen und da den Stein dann wieder reinmachen. Wahnsinn. Ich weiß nicht, viele von euch wissen es ja noch, früher hat man, keine Ahnung, die ersten zwei Steine gefailt, dann ist im dritten Slot ist der Stein dann gelandet, man hat es dann auf plus X gemacht und schwupps, schon sah der Handschuh, sage ich jetzt mal, dann aus, so wie jetzt, dass der Stein nach oben gerutscht ist. Danke Gameforge, vielen, vielen Dank, das hätte ich früher wissen sollen, aber ja, das ist natürlich jetzt richtig bitter, richtig mies gelaufen, ein Doppelstein ist einfach weg. Da bin ich jetzt auch schon wieder auf 180 Puls, also wirklich, es kann doch nicht sein, dass eine Item-Beschreibung einfach fail und falsch am Platz ist. Die verkacken so viel, da könnte ich mich jetzt wieder Wochen, oh mein Gott, machen die mich aggro, ich muss das Video jetzt abbrechen, sonst raste ich hier gleich aus.